Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Predigtbar. Ich freue mich sehr, heute wieder eine Predigt von Diakoniedirektorin Maria Katharina Moser für euch zu haben. Letzte Woche fand die Synode der Evangelischen Kirche in Österreich statt. Die heutige Predigt ist Maria Katharina Mosers Predigt im Eröffnungsgottesdienst zur Synode. Die Diakonie Österreich feiert dieses Jahr nämlich 150 Jahre Diakonie. In ihrer Predigt spricht sie über HoffnungsträgerInnen und über die Hoffnung, die in diesen Menschen so sichtbar wird. Was geschieht mit uns, wenn wir hoffen? Was löst Hoffnung in uns aus? Und was bedeutet das in der nächsten Zeit für die Synode? Ich wünsche euch viel Freude mit dieser ermutigenden Predigt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da kommt und der da war. Amen. Lilly, die lebt mit Trisomie 21 und sie wird von der Diakonie begleitet, seit sie ein Baby war. Ihre Mama Anja sagt: Als wir nach Lillys Geburt die Diagnose Down-Syndrom erhielten, drehte sich unsere Welt im Kreis. Wir hatten ein gesundes Baby erwartet. Und nun klebte die Diagnose wie ein Stempel auf unserem zufriedenen Kind. Die Frühförderung der Diakonie gab uns dann Hoffnung für Lillys Einstieg ins Leben. Da ist jemand mit ernstem Interesse am Kind, so wie es ist. Sie kennt die einzelnen Entwicklungsschritte und hat gute Ideen für die Anbahnung der nächsten Stufe und schätzt kleinste Fortschritte. Das tut bis heute gut, wenn andere Menschen Lilly so wertschätzen, wie sie ist. Sophia. Sie ist 13 Jahre alt gewesen, als sie auf der Flucht aus dem Iran nach Österreich gekommen ist und beim Ankommen in Österreich, bei ihren ersten Integrationsschritten, haben Sophia und ihre Familie ehrenamtliche sogenannte Buddies des Diakonie-Flüchtlingsdienstes begleitet. Sophia sagt: Leni und Stefan, das sind die Buddies, Leni und Stefan haben wir über die Diakonie kennengelernt. Sie machen mit mir gemeinsam Sachen und sie helfen mir beim Lernen. Die beiden helfen uns viel. Man kann seine Probleme nicht alleine lösen. Man muss mit jemandem reden können. Im Iran waren wir oft bei meinen Großeltern, bei Cousins und Cousinen. Wir haben alle gemeinsam Ausflüge gemacht, gespielt, gemeinsam gegessen. Hier in Österreich haben wir das nicht mehr. Die Großfamilie fehlt mir sehr. Zusammensein macht Spaß. Alleinsein ist blöd. Aber hoffnungslos war ich noch nie. Das erlaubt meine Mama nicht. Elisabeth ist nach mehreren Rückenoperationen von ihrer Wohnung, die ist in Wien-Kaisermühlen gewesen, ins barrierefreie Wohnen der Diakonie übersiedelt. Und Elisabeth sagt: Ich habe mich nicht leicht getrennt von meiner alten Heimat in Kaisermühlen. Mir gibt Hoffnung, dass hier bei uns jeder für jeden da ist. Hoffnung heißt, dass man trotz der nicht positiven Dinge zuversichtlich ist. Ein guter Bekannter von mir hier aus meiner Nachbarschaft und ich, wenn wir uns sehen, dann müssen wir oft lachen. Wir haben es nicht immer leicht, aber wir bringen uns immer zum Lachen. Hoffnung ist, wenn man trotzdem lacht. Liebe Synodalgemeinde, Sophia, Lilly und Elisabeth waren Hoffnungsträgerinnen der Diakonie und sie waren auf Plakaten in ganz Österreich zu sehen über die letzten Jahre. Sophia, Elisabeth, Lilly und auch ihre Mama Anja haben die Hoffnung gewählt. Das heißt, sie haben es nicht leicht, sie sind in schwierigen Situationen, aber sie geben nicht auf. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, schreibt der Apostel Paulus im Römerbrief. Liebe Synodalgemeinde, Hoffnung, das ist mehr und Hoffnung ist was anderes als Optimismus. Karl Valentin hat einmal gesagt, ein Optimist ist ein Mensch, der die Dinge nicht so tragisch nimmt. Eine Hoffnungsträgerin aber, die nimmt die Dinge durchaus so tragisch, wie sie sind und überlässt trotzdem die Zukunft nicht der Verzweiflung. Hoffnung ist, wenn man trotzdem lacht, sagt Elisabeth.
Und meine Lieben, angesichts einer Gegenwart, die nicht so ist, wie sie sein soll, da richtet die Hoffnung den Blick in die Zukunft. Und sie zeichnet ein positives Bild von dieser Zukunft. Das heißt, die Hoffnung, sie tröstet und trägt uns in einer Gegenwart, in der wir das Leben als brüchig und angsterfüllt erfahren, als mühselig und beladen, als verletzlich und endlich, in der wir Bedrängnissen widerstehen müssen, persönlichen wie auch gesellschaftlichen. Und angesichts dieser Bedrängnisse spannt die Hoffnung einen Erwartungshorizont auf. Und die Bibel, die sagt uns, was wir erwarten dürfen. Das Leben in Fülle. Leben in Fülle, das ist das, was Jesus uns verheißt. Jesus ist gekommen, damit wir das Leben haben und es in Fülle haben. Leben in Fülle, volle Genüge, so übersetzt es Martin Luther. Diese Vision leitet auch unsere Arbeit in der Diakonie. Wir wollen Menschen ein Leben in Fülle ermöglichen. So beginnt unser Mission Statement. Diese Vision des von Jesus verheißenen Lebens in Fülle, die wirft aus der Zukunft ihr Licht auf die gegenwärtigen Erfahrungen von Bedrängnissen, Verletzlichkeit und Endlichkeit. Und ich denke, diese Hoffnung, liebe Synodalgemeinde, diese Hoffnung wird auch gesellschaftlich, nicht nur für uns Einzelne, auch gesellschaftlich immer bedeutsamer. Philipp Blom hat bereits 2018 in seiner Festrede bei den Salzburger Festspielen Folgendes festgestellt. Er hat gesagt: Immer mehr Menschen fürchten den Verlust von Besitz und Status, den Verlust ihrer vertrauten Welt. Immer mehr Menschen spüren, dass die Idylle der Nachkriegszeit vorbei ist, dass die Geschichte zurückgekehrt ist nach Europa mit all ihren längst überwunden geglaubten Schattenseiten. So wird die Zukunft nicht mehr als Verheißung, sondern als Bedrohung erlebt. Um das, was kommt, nicht zu erleiden, sondern zu gestalten, bedarf es nicht nur neuer Technologien und Effizienzsteigerungen, keiner hohen Mauern und keiner Abschreckung, sondern einer Transformation des westlichen Lebensmodells. Denn erst wenn Menschen wieder einen realistischen Grund zur Hoffnung haben, wird die Angst verschwinden. Die Hoffnung, liebe Synodalgemeinde, die Hoffnung, sie ist eine Kraft gegen die Angst. Sie ist eine Kraft, die uns in Bewegung setzt. Weil sie den Blick oder weil sie unseren Blick ausrichtet auf eine andere Welt, auf eine Welt, nach der wir uns ausstrecken, einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Durch Hoffnung können wir Dinge vorantreiben, weil uns die Hoffnung in eine gute Zukunft weist, Leben in Fülle. Hoffnungslosigkeit führt in die Apathie, in Gleichgültigkeit und Teilnahmslosigkeit. Die Hoffnung erlaubt uns aufzustehen, wenn es heißt sitzen bleiben, weil sie uns daran erinnert, wofür wir einstehen sollen. Ein gutes Leben für alle. Hoffnungslosigkeit ist eine Feindin der Gerechtigkeit. Die Hoffnung ist kritisch gegenüber der Gegenwart der Welt und ruft entsprechend zum Handeln auf. Hoffnungslos war ich noch nie, das erlaubt mir meine Mama nicht, sagt Sophia. Und die Mama von Sophia, die weiß schon, warum sie Sophia nicht erlaubt, hoffnungslos zu sein. Liebe Synodalgemeinde, das, was für die Gesellschaft gilt, gilt, meine ich, in ähnlicher Weise auch in unserer Kirche, deren Zukunft wir als Synode für die nächsten 6 Jahre verantworten. Auch hier ist Transformation das Stichwort. Und ich glaube, groß sind sie, die Herausforderungen, die vor uns liegen. Schwierige Entscheidungen werden wir zu treffen haben. Und angesichts mancher gesellschaftlicher Debatten, ich denke gerade an die dieser Tage wieder voll aufgeflammte Infragestellung des Religionsunterrichts, angesichts mancher gesellschaftlicher Debatten also, könnten wir mit Paulus wohl von Bedrängnissen sprechen.
Meine Lieben, machen wir es wie Elisabeth, Sophia, Lilly und ihre Mama und wählen wir als Synodale, als Kirche die Hoffnung. Wählen wir die Hoffnung, um die Zukunft nicht als Bedrohung zu erleben. Wählen wir die Hoffnung, um das, was kommt, nicht zu erleiden, sondern zu gestalten. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist, sagt Paulus. Liebe Synodalgemeinde, wir haben einen realistischen Grund zur Hoffnung. Gottes gnädige Zuwendung in Jesus Christus, die Liebe Gottes, die ausgegossen ist in unsere Herzen. Diese Liebe Gottes ist ein unverbrüchliches Ja, das uns zugesagt ist. Gottes Ja zu uns Menschen, zu allen Menschen und zu jedem und jeder Einzelnen von uns, auch so, wie wir hier sitzen. Dieses Ja, das müssen wir uns nicht verdienen und wir können es uns auch gar nicht verdienen. Dieses Ja ist ein Geschenk. Ein Ja, mit dem wir angenommen sind in unserer Verletzlichkeit, in unserer Endlichkeit, mit all unseren Fehlern und ja, auch in unserer Sündhaftigkeit. Dieses Ja, das befreit uns und das ermächtigt. Ich kann Ja sagen, weil Gott zu mir Ja gesagt hat. Ich kann Ja sagen, weil du Gott zu mir und auch weil andere Menschen zu mir Ja gesagt haben. Liebe Synodalgemeinde, es ist die wichtigste oder eine der wichtigsten Aufgaben der Kirche und es ist die Aufgabe ihrer Diakonie, dieses Ja Gottes spürbar und erlebbar zu machen. Und unser Team Hoffnungsträger, Hoffnungsträgerinnen in der Diakonie, das stellt sich Tag für Tag dieser Aufgabe. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Diakonie, die sagen Ja zu unseren Klientinnen, so wie sie sind. Und unsere Klientinnen, die Menschen, die uns anvertraut sind, müssen sich dieses Ja nicht verdienen. Da ist jemand mit ernstem Interesse am Kind, so wie es ist, sagt Lillis Mutter. Und das, was für Lilly gilt, das gilt für alle Menschen, die uns in der Diakonie anvertraut sind. Seien es Menschen im Alter oder Kinder und Jugendliche, Menschen auf der Flucht oder Menschen mit Behinderungen, Menschen mit Armutserfahrung oder Menschen, die einsam sind. Menschen mit Pflegebedarf oder in Krisen, Menschen in Österreich oder auch in Ländern des globalen Südens. Die Hoffnung, liebe Gemeinde, wächst in der Beziehung. In der Beziehung von Menschen, die Ja zueinander sagen, so wie sie sind. Man kann seine Probleme nicht alleine lösen. Man muss mit jemandem reden können, sagt Sophia. Man muss auch sagen, meine Lieben, dieses Ja sagen zu Menschen, so wie sie sind, das ist nicht immer einfach. Und ich denke mir, das merken wir alle, so wie wir hier sitzen, in unserem Alltag. Das merken wir auch in der Kirche. Das werden wir vielleicht oder wahrscheinlich auch in der Synode merken. In der Diakonie merken wir das Tag für Tag. Kürzlich hat mir eine Pflegedienstleiterin dazu eine Geschichte erzählt, eine Erfahrung. Sie hat das erzählt bei einer Weiterbildung. Sie hat erzählt von einem Heimbewohner, der eine Pflegekraft immer wieder ärgstens beschimpft, weil sie Ausländerin ist. Und das ist auch, muss man leider Gottes dazu sagen, kein Einzelfall. Es ist wirklich arg, hat die Pflegedienstleiterin gesagt. Und sie hat gesagt, wir haben auch schon versucht, ihm zu sagen, das geht so nicht, er muss respektvoll sein. Aber seine Demenz, die ist so weit fortgeschritten, da kommt man einfach nicht mehr durch. Eine andere Kursteilnehmerin war sehr schockiert und hat gemeint, ja, und geht das dann überhaupt mit ihm im Heim? Vielleicht kann der irgendwie in ein anderes Heim übersiedeln. Und die Pflegedienstleiterin hat ganz ernst geschaut und gesagt, nein, wir schicken ihn nicht weg. Er hat ja sonst niemanden. Liebe Gemeinde, was für eine Aufgabe, Ja sagen zu anderen, so wie sie sind,
und sie müssen sich dieses Ja nicht verdienen. Und auch was für eine Botschaft in einer Gesellschaft, in der es immer heißt, Glaub an dich und Leistung muss sich lohnen. In einer Gesellschaft, in der man sich alles verdienen muss und alles zum eigenen Verdienst erklärt wird. Es ist, liebe Synodalgemeinde, eine anspruchsvolle Botschaft. Aber es ist zuallererst ein Zuspruch. Diesen Zuspruch möchte ich euch zum Schluss noch einmal mitgeben. Gott sagt Ja zu dir, so wie du bist. Darum kannst auch du Ja sagen. Hoffnung braucht dein Ja. Amen.